Ich habe das Gefühl, der Robin geht mir fremd. Was? Amo nicht. Wieso ist das Gefühl? Er ist seit ein paar Tagen so komisch und... Was? Er hat mich nicht mehr küssen. Und jetzt hast du das Gefühl, er hat einen anderen? Ja, was sonst? Das habe ich mit ihm noch nie erlebt. Vielleicht geht es ihm auch gerade einfach nicht so gut. Nein, das glaube ich nicht. Das würde er mir sicher sagen. Und jetzt, was willst du machen? Ja, das sehe ich nicht mehr. Ich muss es jetzt einfach wissen. Ja, das kann ich verstehen. Hey, weißt du was? Wir bringen dir zum anderen Gedanken, wo wir shoppen. Wir haben doch noch das Oberteil gesehen, willst du mal? Ja, das ist eine gute Idee. Shoppen hilft immer. Was meinst du, Harry? Nehmen wir noch einen. Fräulein Glauser, wir nehmen noch mal einen. Herr Winzeried, wir haben hier Selbstbedienung. Ihr müsst es holen. Gingst du gerade, Harry? Was ist euch? Das Personal ist auch nicht was früher. Ja. Hey, schau nicht her. Hey, Blumenfee, warte immer noch auf deine Antwort. Wann machen wir jetzt eigentlich mal ab? Und morgen, schaffst du? Ja, klar schaffen sie. Und Blumenfee heisst übrigens Selina. Spinnst du eigentlich? Weißt du, was das war? Ist doch gleich. Sieht auch noch gut aus. Das ist der Typ, der immer zu mir in die Blumenladen kommt. Also, du musst selber wissen, ob du ewig ein Single willst bleiben. Ich finde ihn herzig. Aber komm, gehen wir jetzt shoppen. Ich muss nachher noch in die Bandprobe. Harry, dann nehmen wir Fassansack. Die neue Nachbarin. Zum Wohle auf Fassansack. Hey, im Atlant hinter der Filu hätte sie schön auf den Rab gehalten. Ja, das kannst du laut sagen. Und unter dem Strich sind wir noch nicht viel schleuer geworden. No bis Oski. Wir wissen jetzt wenigstens, wer er ist und dass er keinen Dreck im Stecken hat. Für uns ist das wichtig, zu wissen, mit wem wir es zu tun haben im Sene Vita. Für das muss ich auch manchmal die alten Kontakte spielen. Ein Telefon und die Maschinerie fängt an zu drehen. Der Harry ist zwar pensioniert, gehört aber den Gang noch dazu. Geht euch wohl, Harry. Aber seien wir ehrlich. Als ehemaliger Sektionschef vom Geheimdienst sind solche Auskünfte doch eine Selbstverständlichkeit. Täusch dich nicht. Jedem sagen sie dir da nicht aus. Eine Hand wäscht die andere. Aber sie wissen schon, dass es ernst zählt, wenn der Harry nachfragt. Aber das Mal ist ein Fehlalarm gsi. Nur weil einer ein paar Schaufensterpoppen umschleift, ist er deswegen noch lange kein Schell. Ich habe das auf mein Puntenöhrchen genommen, das abzuklären. Aber jetzt müssen wir zur Tagesordnung übergehen. Der Jean-Jacques ist ganz offensichtlich ein aufrechter Mann. Und früher einmal ein sehr guter Schneider gsi. Kein Wunder, dass er heute noch für verschiedene gute Häuser arbeitet. Hast du nicht schon lange gesagt, du müsstest wieder mal zu einem Schneider? Stimmt, du bist der gut, Harry. Ich muss mich halblinig auslassen. Ich habe mit dem Alter ein wenig gerührt. Für was in aller Welt brauchst du denn noch halblinigen?
Hey Mann, Lea, jetzt spielst du schon wieder falsch. Wenn wir duschen, komm du doch an die Orgel. Ja, können wir schon machen. Aber komm doch einfach mehr an Proben. Hey, fällt nicht wieder auf, stürmen. Was soll das? Sie ist immer so zickig. Kein Wunder nervt sich der Robin. Was? Wie bitte? Was weisst du denn schon vom Robin? Viel mehr, als du denkst. Ah, du Schlampe! Hast du etwas mit? Ich hab's doch gewusst. Jetzt kann ich etwas erleben. Langlauf dich schon her! Langlauf dich schon her!